Schönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der DAX konnte gestern zum ersten Mal seit Mitte Juni wieder über der 12.800-Punkte-Marke aus dem Handel gehen. Er legte am Ende des Tages 1,8% zu. Die vorläufige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und Europa, die sorgte hier für deutliche Erleichterung. Wir blicken direkt mal nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Ja, nach dem deutlichen Anstieg gestern, wie könnte es heute weitergehen? Was sind die Vorgaben für den DAX? Ja, einen schönen guten Morgen. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, so ist natürlich diese Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit auch ein treibender Faktor in den USA gewesen. Der Dow 0,4% letztlich fester unterwegs auf dem Niveau seit Ende Februar wieder jetzt. Das ist natürlich ein stützender Faktor an den asiatischen Märkten. Der Nikkei im positiven Bereich mit 0,3%. Hang Seng und Shanghai Composite allerdings etwas schwächer unterwegs, wobei sie sich rund um das Vortagesniveau aufhalten. Und der DAX gestern ja mit diesem enormen Satz, 1,8%, ging es hier letztlich nach oben, wieder über die 12.800-Punkte-Marke. Somit hat man auch die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert. Und wir rechnen damit, dass er heute zum Wochenabschluss noch einmal freundlicher starten dürfte. Und im Fokus dann unter anderem die Zahlen von BASF, aber auch wichtige Konjunkturdaten aus den USA im Blick. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Das war der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Es folgt die Marktidee, das ist heute AMD. AMD hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um mehr als 50% und es kam an der Börse sehr gut an. Die Aktie legte gestern um mehr als 14% zu. Dadurch kletterte der Kurs auf ein neues 11-Jahres-Hoch und generierte ein Kaufsignal. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann lesen Sie das Ganze nach in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Ansonsten sehen wir uns am Montag wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.